Ich habe auf jeden Fall einen Buchtipp vom Kollegen und ich darf auch sagen, guten Freund Frank Schulz im Verlag Galliani Berlin. Onno Fietz und der Irre vom Kiez. Frank Schulz ist ein sprachlich sehr elaborierter Autor, wenn man das so sagen darf. Hat einen Detektivroman geschrieben mit seinen eigenen Mitteln, die sprachlich große Klasse sind. Ist relativ weit von mir weg, aber ich will ja auch nicht privat das lesen, was ich selber schreibe. Das ist ja langweilig. Es ist sehr abgedreht, sehr skurril, spielt in Hamburg, Reeperbahn, und aber auch auf Mallorca und so. Und es ist wirklich, man muss reinkommen, man muss ein Faible haben für abgefahrene, sehr ausgefeilte Sprache, und dann wird man bei Frank Schulz sehr reich belohnt.